Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der PES 18 Verteidigerkarriere. Die erste Folge kam mega gut bei euch an. Ich hoffe, die zweite Folge hier kommt auch mega gut bei euch an. Was allerdings nicht so angekommen ist bei euch, zumindest haben das wenige gesehen, was echt schade ist. Ich verlinke es euch hier rechts oben beim i. Das war das Video, wo ich was über die Abo-Box bei YouTube erzählt habe, blablabla. Es liegt mir wirklich am Herzen, dass ihr das Video anguckt. Und ansonsten würde ich sagen, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, auch die verlinke ich hier rechts oben in der Infocard. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt rein gegen Hertha. Wir haben die ersten 3 Punkte geholt gegen Dortmund. Das erste Spiel direkt gewonnen. Und mal gucken, ob das hoffentlich so weitergeht, denn mit Hannover ist man sich da ja nie so richtig sicher. Aber ich glaube, ich spiele nicht. Ja, ich spiele nicht. 1:1 ist das Spiel ausgegangen. Und Dortmund gewinnt gegen Bayern. Auch geil. Gegen uns verloren und gegen Bayern gewonnen. Schade, dass wir nicht spielen. Aber das macht nichts. 1:1. Wir haben auf jeden Fall einen Punkt. Und sind auf Platz 3 immer noch. Also mit 4 Punkten noch richtig gut dabei. Das überrascht mich. Das ist ganz geil. Und dann gucken wir einfach mal. Das sind wir. Ist da irgendwas Neues dabei? Gehalt steht bloß hier, gespielte Spiele 1, bla bla bla. Ja, das ist nichts Besonderes. So, jetzt ist die Vergabe des besten Spielers in Europa. Das wird wahrscheinlich Ronaldo oder Messi sein. Und es ist Cristiano Ronaldo. Er gewinnt den UEFAs bester Spieler in Europa. Mega cool. Perfekt, Alter. Den würde ich auch gern gewinnen, so als Spieler, als Verteidiger. Auf jeden Fall. Aber ich hoffe, die Karriere gefällt euch. Ich bin leider noch ein bisschen krank, aber es geht auf jeden Fall. Es hält sich in Grenzen. So, 23 Stimmen für Ronaldo, 18 Stimmen für Messi und 12 für Suarez. Wie viele Leute stimmen denn da ab? What the fuck, Alter? Du bist heute nicht im Kader. Du solltest dich darauf konzentrieren, dich aufs nächste Spiel vorzubereiten. Ich bin wieder nicht im Kader. Was ist das denn? Das eine Spiel lief doch echt saugut eigentlich. Gegen Dortmund habe ich mega gut verteidigt mit meinen Mitspielern. Und wir haben das Spiel gegen Dortmund richtig gut gespielt und gewonnen. Und jetzt bin ich immer nicht dabei, wieder ein Unentschieden. Hier 0:0 gegen Frankfurt. Ah, schade. Ich meine, immerhin keins kassiert, aber auch keins gemacht vorne. Wir sind jetzt auf Platz 6 gerutscht und ich spiele einfach nicht. What the fuck ist das? Mannschaft des Monats wurde bekannt gegeben. Da bin ich natürlich nicht dabei. Ich habe ja auch bloß ein Spiel gespielt. Aber ich hoffe, ich habe irgendwann mal die Chance, hier reinzukommen. Das wäre auf jeden Fall mega nice. Dafür bräuchte ich aber mehr Spieleinsätze. Und wir haben jetzt das nächste Spiel im Pokal. Die erste Pokalrunde gegen Mainz. Und ich bin wieder nicht im Kader. Was ist das denn? Als ob ich so schlecht gespielt habe. Warum will der mich nicht im Kader? Ich habe mich jetzt gefreut, vielleicht Pokal oder so. Dass er sagt, der Trainer so, ja, Pokal ganz nice, kann ich immer einsetzen. Und wir verlieren mit 4:0 gegen Mainz. Ach Mann, da wäre ich voll gern dabei gewesen. Das ist doch scheiße jetzt. Ach komm. So ein Kack. Das Trainervertrauensniveau bei 38%. Ist das scheiße? Ich habe jetzt vorhin gar nicht drauf geguckt. Sinkt das oder ist das ganz normal? Warum lässt er mich denn nicht spielen? Was ist das denn für einer? Gegen Schalke, komm. Was ist denn mit dem Trainer? Was ist das denn? Du bist heute nicht im Kader. Du bist heute nicht im Kader. Heute auch nicht. Lol. What the fuck? Wir befinden uns im Umbruch. Ja, weil ich nicht dabei bin, Leute. Ja, das stimmt jetzt auch nicht. Also ich will mich ja jetzt nicht loben. Aber das eine Spiel, das lief gar nicht schlecht. Schalke gewinnt gegen uns mit 2:0. Tja, wir skippen das hier einfach mal so ein bisschen durch. Dann kommen wir ein bisschen voran, auch kein Problem. Aber ja, irgendwie komisch, ne? Ich wäre ja super gern dabei gewesen bei den ganzen Spielen.
Zumindest bei ein paar Spielen. Ich bin überhaupt nicht dabei irgendwie. Der Nationalmannschaftskader wurde bekannt gegeben. Leider wurden sie nicht auserkoren. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ich würde gern mal spielen. Irgendwie. Vielleicht gegen Augsburg oder so. Ich will beweisen, dass ich was kann. Und ich schätze auch, dass ich gar nicht so schlecht bin. Ich meine, ich habe bisher bloß ein Spiel gespielt. Komm. Was ist das denn? Du bist heute nicht im Kader, was? Also Leute, ganz ehrlich, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ist das normal oder ist das nicht normal? Was ist das denn? Muss ich da irgendwas besonders machen oder what the fuck? Ich meine, das ist Hannover. Ich spiele ja jetzt nicht beim Bayern oder irgendwie beim krassen Club. 1-1, ja. Bayern hat verloren und so. Also irgendwie ist das komisch. Die Spiele hier. Aber immerhin 1-1, ein Unentschieden. Wir haben einen Punkt mitgenommen. Sind jetzt auf Platz 10. Wir rutschen immer weiter runter. Und der Trainer hat irgendwie überhaupt keinen Bock auf mich. Also ich verstehe das nicht. WTF? Was habe ich denn dem Trainer denn getan? Mannschaft des Monats. Ja, schon der nächste Monat rum. Und ich habe trotzdem kein Spiel gemacht. Auch geil. Du sitzt heute auf der Bank, aber sei bereit, jederzeit eingewechselt zu werden. Ja, als Verteidiger bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob ich da eingewechselt werde. Gegen Hamburg sitze ich wenigstens mal auf der Bank. Das ist ja schon mal eine Ehre. Wer sich übrigens wundert, warum ich die ganzen anderen Ergebnisse nicht vorlese und die Mannschaft des Monats und so nicht alles vorlese, wie ich das bei der Trainerkarriere immer mache. Das Ding ist, ich meine, wir haben die jetzt angefangene Karriere hier. Das ist jetzt die zweite Folge und ich meine, wir müssen schon ein bisschen vorankommen. Denn ganz ehrlich, so lange ist es nicht mehr hin, bis PES 19 schon rauskommt. Und was, wenn ich jetzt zum nächsten Spiel drücke und dann Anstoß... Was passiert dann? Kann ich dann zugucken oder was? Ich drücke jetzt einfach mal. Also wie gesagt, wir müssen hier einfach ein bisschen vorankommen und so. Da überhaupt nicht wundern, dass ich da so schnell durchhassel und da jetzt gar nichts vorlese. Wenn es was Wichtiges ist, wie gesagt, lese ich es auf jeden Fall vor. Aber die anderen Ergebnisse oder die Tabelle so komplett durchgehen, bla bla bla, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe den Kommentator noch an. Kommentar aus. Zack, weg. Kommentator ausgestellt, den hatte ich gerade noch an. Ich war wieder bei meinem Vater am Wochenende und da haben wir dann ein bisschen gezockt. Und ich kann jetzt anscheinend einfach zugucken. Ist auf jeden Fall geil. Ja, nicht. Ich werde wahrscheinlich eh nicht eingewechselt, ist das Ding als Verteidiger. Aber wir können uns das Ganze jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen angucken, wie unsere Mannschaft so spielt. Denn sonst sehe ich ja immer nur die Ergebnisse, weiß aber nicht, was die da auf dem Platz gemacht haben. Ob sie das mehr verdient hätten, ob sie es irgendwie wirklich schlecht gemacht haben, bla bla bla. Wir lassen sie auf jeden Fall auf... what the fuck, kann man hier alles nachgucken? Oh, Tor. Tor für Hamburg, zurück zum Spiel. Jetzt haben wir das Tor gar nicht gesehen. Geil. Wir lassen sie auf jeden Fall auf doppelter Geschwindigkeit. Hamburg macht ein Tor gegen uns. Das ist echt traurig. Also ich meine, ich weiß, dass Hannover jetzt nicht die beste Mannschaft ist. Aber so schlecht sind sie jetzt auch nicht. Tor für Hannover! Ich war gerade kurz einfach mal weg. Da hat das Telefon geklingelt. Und jetzt komme ich zurück. Und Hannover macht das 1-1. Relativ verdient, wir haben mehr Ballbesitz, bla bla bla. Aber... spielen das einfach nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Sie spielen das nicht gut aus, aber diesmal hat es geklappt. Die Flanke kam nicht schlecht. Ja. Schade, dass ich nicht drin bin, echt. Schade, dass ich nicht drin bin. Weil zuschauen ist nicht so geil, also muss man ganz ehrlich sagen. Alter, wie sie jetzt hier so im Schnelldurchlauf dahin latschen. Also, ja. Ich gucke halt nur zu, ne? Es ist. Ich habe hier im Schnelldurchlauf, ich gucke einfach zu. Kein Plan. Ich meine, das ist besser als nur das Ergebnis zu hören. So mal als Abwechslung mal reingucken in der Partie. Aber. Ja. Dass der Trainer mich nicht spielen lässt, ist echt komisch. Und das Tor für Hamburg. 1-2.
Holtby in der 54. Spielminute. Ja. Nicht unbedingt verdient, aber einfach besser gespielt als wir. Und dann machen sie das so. Und die Doppelchance drin. 1:3 für Hamburg. Der Hamburger SV fängt gerade an, Hannover zu zerlegen. Und ich stehe nicht auf dem Feld. Das muss ich immer wieder erwähnen. Ich finde das so traurig irgendwie. Ja, der Pass war super. Hebelt die ganze Abwehr aus. Torwart hält. Beziehungsweise lässt den Ball abprallen. Der Ball kommt wieder zum Stürmer. Und der muss nur noch ins leere Tor einschieben. 1:3. Und der nächste. 1:4, Alter. Echt, ich hab's gerade noch gesagt. Hamburg fängt an, Hannover hier zu zerlegen. Und sie tun es tatsächlich. 1:4. Und ich begreife das nicht. Ich guck gerade einfach zu. Und sitz auf der Bank. Und meine Mannschaft verkackt. Das ist irgendwie sautraurig, finde ich das. Oh, ich werde eingewechselt. Was macht der Trainer denn? Wie kann man so doof sein? Jetzt wechselt er einen Verteidiger ein. What the fuck, echt? What the fuck? Aber ich finde es geil, dass ich ein bisschen Spielzeit bekomme. Mega nice. Oh, keine schlechte Chance. Eine ziemlich gute eigentlich sogar. Aber der Ball leider nicht drin. Bisschen Glück gehabt. Ja, wir waren zwar da, haben ihn vielleicht behindert, aber nicht perfekt abgeschirmt. Da bin ich genau da gestanden, wo die Flanke hinkam, kann die Chance gut entschärfen. Komm, ich bin noch groß, jawohl. Ja, der kommt gut. 2:4, Anschlusstreffer. Naja, Anschlusstreffer kann man es nicht nennen, aber noch ein bisschen Ehre. Noch ein bisschen Ehre gerettet. Nicht, dass ich hier eingewechselt werde und wir noch eins kassieren oder so. Nee, so ist es besser. Sauber. 2:4. Bringt uns zwar nicht mehr viel. Aber, wie gesagt, immer noch ein bisschen Ehre. Und es war kein schlechtes Tor. Weg damit. Aus ist es. 2:4. Muss mal gucken, wie ich das mit der Tormusik mache, ob ich da welche einblenden kann. Denn, ich hatte ja auch manchmal schnell Durchlauf da, dass das 1:1, glaube ich, war es von uns. Das war ein bisschen im Schnelldurchlauf. Aber 2:4 verloren. Ich hatte zwar ein bisschen Spielzeit bekommen, das freut mich. Allerdings war das trotzdem irgendwie wenig und komisch. Aber okay, kannst nichts machen. Wir rutschen weiter nach unten auf Platz 14 jetzt. Wir haben das Spiel gegen Stuttgart und... Du stehst in der Startaufstellung, gib dein Bestes und viel Glück. Ja, mega nice, Leute. Dann kriegen wir sogar noch ein Spiel hier. Wir haben 2:4 gegen Hannover. Oh, da bin sogar ich, Alter. Lol. Freude auf das Spiel gegen VfB Stuttgart, genau das ist das. Darauf freue ich mich wirklich, denn ich bekomme mal wieder Einsatz nach ungefähr 8 Jahren. Ich meine, gut, wir wurden ja ein bisschen eingewechselt da. In der Mitte der zweiten Hälfte ungefähr gegen Hamburg, aber das war schon verloren, das Spiel quasi. Jetzt spielen wir von vorne rein, hoffentlich 90 Minuten durch und ich gebe mein Bestes, dass wir hinten wenig oder keine Tore kassieren. Und ja, dann hoffen wir mal, dass vorne ein Tor fällt und dass wir wieder 3 Punkte einfahren können. Wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Let's go. Da bekommen wir direkt den Ball, Alter. Lol. Oh, keine schlechte Chance. Das war irgendwie ganz geil.
Ich war da hinten am Ball, also auch beteiligt an dieser Möglichkeit. Hier der Tunnler, mega, mega geil. Das war richtig gut gemacht und dann der Abschluss leider nicht ganz präzise, aber nicht übel. Ah, da waren wir ein bisschen dran, aber der ist trotzdem durch. Der Torwart ist da, gut. Zack, da sind wir da. Ja, da waren wir dazwischen. Schön. Gut gemacht von unserem Kollegen hier. Schön geklärt. Haha, da war ich direkt dazwischen. Geil. Jetzt aber! Gute Chance. Wird aber leider gehalten. Nicht übel. Der hätte gut und gern auch drin sein können. Ein bisschen besser der Schuss. Und der Torwart hätte nichts mehr machen können. Ja, wir halten den Ball hier im Angriff. Aber die passen da ineinander irgendwie ganz komisch. Jetzt vielleicht die nächste Chance, jawohl. Und der ist jetzt drin. 1-0 Hannover. Oh Leute, mein Hals kratzt irgendwie immer noch. Ich hasse das. Aber wir haben auf jeden Fall das Tor. Prip war's. 1-0 für Hannover 96. In der 34. Spielminute. Da ist jemand schön dazwischen gegangen. Das war sogar Prip selber. Hat den Ball ja zurückerobert. Und dann über 1-2 Stationen. Hier 1-2 und Prip macht das Ding zum 1-0 für Hannover rein. Jawohl, den holen wir uns und weiter geht's. Flanke kommt, aber da kommt der Stürmer nicht dran. Schade. Ecke für Stuttgart. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Zack. Und jetzt nach vorne. Konter vielleicht. Oh, der Ballerdin da voll weg. Und es ist auch Halbzeit. 1-0 für Hannover zur Halbzeit. Ja, geht mehr. Ein 1-0 ist noch nicht so richtig viel. Wie Anders immer so schön sagt, ein Tor, kein Torführung. Aber immerhin, ne? Besser als nichts. Läuft gar nicht so übel. Wenn es so weitergehen würde, würden wir das Ding auf jeden Fall gewinnen. Den haben wir. Es gibt eine Ecke. Mal gucken. Vielleicht, wie gesagt, ich habe ja immer noch die Hoffnung, aber der Torwart Ron-Robert Zieler fängt hier super ab. Den kriegen wir. Ja, okay, passt. Es kommt Pech für Klaus. Der Schiedsrichter bittet ihn ein bisschen schneller zu machen. Denn wir sind mit dem 1-0 bisher noch zufrieden. Sofern wir kein Tor kassieren, ist das super. Denn dann würden wir 3 Punkte einfach. Ja, schön. Ja, super von unserem Kollegen da. Aber der Stuttgarter kommen noch. Wir fangen den mal ab. Super. Nach vorne. Nach vorne! Nach vorne! Komm, ja, der ist drin! 2-0! Und wir haben alles eingeleitet. Darauf bin ich jetzt stolz. Auch wenn wir kein Vorlagengeber oder irgendwas in der Art sind. Wir haben das eingeleitet. Ich versuche ja wirklich hier das Beste zu geben. Alles, was geht. Und da freue ich mich über sowas, dass wir das 2-0 gemacht haben. Wir haben hier auf den Typen hier gepasst, der dann den Superpass auf Jonatas gespielt hat. Der mit dem guten Schuss aber Zieler hält und der Nachschuss, der dann drin ist. Zum 2-0, der eingewechselte Bech, der wurde ja gerade eingewechselt, hier als Joker zum 2-0. Mega geil. So, gibt mal wieder eine Ecke für uns. Und wir steigen hoch. Das war richtig gut. Das war die beste Ecke bisher
von Hannover, die ich gesehen habe. Und dann sind auch noch wir derjenige, der den Ball hier aufs Tor köpft. Ron Goberzieler hindert mich hier an meinem ersten Treffer. Schön gespielt, gut gespielt. Der Schuss leider wieder nicht perfekt genug. Ja, da sind wir wieder zur Stelle. Also ich finde, wir machen das nicht schlecht. Ah, hier können wir nichts mehr machen. Leider das 2-1 noch in der 83. Spielminute. Durch wen auch immer. Askar Kibayak. Okay, ich kann das eh nicht aussprechen. Schade, scheiße. Also wir sind immer relativ beteiligt an vielen Chancen. Auch hier habe ich eigentlich auf X gedrückt zum Köpfen. Verteidiger setzt sich, der Stürmer setzt sich gegen mich durch. Ich kann als Verteidiger leider nichts mehr machen. Ja, das hat er einfach besser gemacht. Aber kann man nichts machen. 2-1, wir führen noch. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Oh, eine gute Chance hier wieder. Und wieder hält Ron Goberzieler. Nochmal eine Ecke jetzt. Ich würde sie ihm jetzt so gern reindrücken. Weil dann wäre der Sack zu. Die Chance gerade eben war echt gut. Die Ecke von mir gerade eben. Und wir sind wieder da. Jawohl, tatsächlich. Tatsächlich drücken wir ihm den Ball über die Linie. Mit der Nummer 2. Mike macht das 3-1. Jawohl, wir dürfen zum ersten Mal jubeln. Machen hier unseren ersten Treffer. Als Verteidiger mit dem Kopf nach Ecke. Nach einer Ecke. Dürfen auch die Torhymne genießen, weil wir hier daheim spielen. Und jetzt ist der Sack zu. Wir machen hier den Sack zu. Das freut mich ja mal mega. Und jetzt vielleicht nochmal die letzte Chance. Wir gehen auch mal mit vor. Okay, nix. Scheiße. Ich kam einfach nur an den Ball. Wie geil ist das denn? Ich habe einfach quasi meinem Mitspieler den Ball gestohlen. Und noch nicht viel daraus gemacht. Wenn er ihn geschossen hätte, wäre es echt gut geworden. Da die alle nicht damit gerechnet haben, dass ich da ankomme. Aber wir haben es auf jeden Fall gepackt. Und ich will nicht sagen, dass es an mir lag. Aber ich muss sagen, dass ich und meine Mannschaft gut gespielt haben. Ich muss echt sagen, dass ich gut gespielt habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da will ich mich echt selbst loben. Weil ich bin im Verteidigen nie so der King. Aber guck mal, ich bin Spieler des Tages. Ich bin einfach Spieler des Tages gerade geworden. 7,0er Bewertung. Mega geil. Ich habe übelst viele Pässe abgefangen, was auch immer. Und hab tatsächlich auch ein Tor gemacht. Das freut mich absurd, echt. Das ist ja mega geil. Für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, ich will unbedingt wissen, ob ihr noch dran seid. Schreibt einfach mal Hashtag geil in die Kommentare. Denn ich will sehen, ob ihr das Tor gesehen habt. Und deswegen Hashtag geil einfach mal. Weil das einfach geil ist, dass wir ein Tor gemacht haben. Trainervertrauensniveau leider nur 44%, warum auch immer. Aber wir haben jetzt 3 Spiele gespielt. Ja, in einem Spiel haben wir nur ein bisschen gespielt. Haben jetzt eine Gesamtbewertung von 70. Also so ratingmäßig meine ich jetzt. Durchschnittsbewertung im Spiel 6,3. Und Tore 1. Ich habe tatsächlich ein Tor als Verteidiger. Wie geil ist das denn? Und die Ecken, die 2 waren echt gut. 2 oder 3 Ecken waren es. 2, glaube ich. Und die eine, die war echt, die erste war echt gut. Da hat Zieler super gehalten. Und ja, natürlich wurde ich nicht für den Nationalmannschaftskader auserkoren. Aber das ist überhaupt nicht relevant. Denn ich freue mich, dass ich in der Liga spielen darf. Und ja, wenn ich spiele, haben wir hier einen Sieg einfahren können und sind tatsächlich über den Bayern. Das ist echt, also das ist ganz, ganz komisch, dass wir über den Bayern, das ist ja, das kann man ja gar nicht glauben. Wo haben wir hier die Tabelle? Hier, Tabelle. Wir sind Platz 11 mit 9 Punkten und Bayern hat einfach auch 9 Punkte. WTF, echt, WTF.
Jetzt allerdings gehe ich auch zu den Bayern, denn jetzt nehme ich einfach mal ein bisschen Trainerkarriere auf. Die Folge kommt dann morgen, übermorgen ungefähr. Dann würde ich sagen, hau rein, bis dann und ciao, ciao. Ich bin Nummer Uno und nicht Nummer Dos. Komm mit hunderten Jugos und verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Red ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf.